Willkommen in Potters Bluff. So, hallo und herzlich willkommen zu einem Video bei Potters Bluff Reviews. Heute mal wieder mit einem reinen Unboxing. Es geht um der weiße Hai, Jaws, und ich glaube, dazu muss ich einfach nichts mehr sagen. Kein Mensch braucht mehr was zu sagen. Jaws ist ein perfekter Film, hat sich über Jahrzehnte jetzt hinweg bewiesen und ja, grandiose Streifen. Hier ist erschienen dieser neuen Film Vault Collection. Die gab es erst im Ausland mit so Titeln wie Scarface, Goodfellas, 1917 oder Blade Runner. Jetzt ist das endlich nach Deutschland gekommen, und was mich gefreut hat, sehr, sehr gefreut hat, dass diese Edition eingedeutscht wurde, denn wir haben hier der weiße Hai auf dem Titel und nicht Jaws, was ich sehr cool finde, denn ich bin Fan von den deutschen Editionen, denn jeder Film hat in Deutschland eine eigene Identität und ist damit groß geworden, und der Film hieß in Deutschland niemals Jaws. Das ist nun mal so, wie es ist. Ja, wir haben hier einen Glassichtschuber um die ganze Box herum. Ich mache das nochmal drum und zeige es euch mal ringsherum, und dann zeige ich euch, wie es aussieht ohne. Genau, also das bildet hier diesen schönen Rahmen mit diesem coolen Sonnenuntergangsbild, wo die Haiflosse erscheint. Ja, dann haben wir die ganzen Ingredienzien. Hier ist sie dabei, und hier auch wieder alles Kunststoffring. Nach dem Entfernen ist das Artwork schriftfrei sichtbar. Genau so ist es. Ein wunderschönes Back-Artwork. Das wird meistens erst sichtbar, wenn man das Ding abnimmt. Und das machen wir jetzt. Wie gesagt, hier Klarsichtschuber geht einfach ab. Hier auf dem Schuber haben wir dann nochmal die ganzen Sachen. Seite auch der weiße Hai, wie gesagt. Und das Ganze in Deutsch, nicht mit Jaws. Finde ich richtig genial. Und das Tolle ist, ihr werdet auch gleich sehen, was ich euch zeige. Innen drin ist auch alles übersetzt worden. So, dann haben wir hier dieses wunderschöne Artwork alleine. Ist auch ein richtig schöner Karton. Ich zeige euch daneben mal eine normale Blu-ray. Hier zum Beispiel. Also ihr seht schon, das ist schon ein Riesenteil. War sehr schön gemacht. Also das erinnert mich an diese alten, tollen, aufwendigen DVD Deluxe Editions. Ja, dann schauen wir uns hier die Seite mal an. Dreht das Artwork rum, und hinten haben wir dann wunderschön den weißen Hai und nochmal Jaws auf Englisch hier. Und da ist der weiße Hai jetzt hier, sehr schön zu sehen. Oder auch Bruce, wie ihn viele nennen, wie er bei der Produktion genannt wurde. Dann geht das hier auf. Wir haben der weiße Hai und hier Quinns Zeichnung an der Tafel. Hier haben wir dann das Zitat hat man natürlich in Englisch gelassen. You're gonna need a bigger boat, because das ist das bekannteste Zitat. Und hier sehen wir auch die Orca und die Jagd auf den Hai. Das Ganze ist hier mit Magnetverschluss. Ziemlich geil geworden. Ja, dann kann man das hier so rausnehmen. Dann kommt uns das erste dieser Hefter entgegen. Und dann die inneren Sachen. Wir fangen, glaube ich, erstmal mit dem Hefter an. Dann geht es wieder zurück. So, dann haben wir den Hefter. Ihr seht, das ist quasi Quinns Zeichnung an der Tafel, wo er dann sagt, er wird den Vogel fangen. Hier haben wir auch ein Zitat. Ihr alle kennt mich und wisst, wovon ich lebe. Ich werde euch den Vogel fangen, aber leicht wird es nicht werden. Übler Bursche. Sam Quint. Dann holen wir mal das Ganze hier raus. Und es sind wirklich coole Sachen enthalten. Kamen jetzt auch die Verurteilten raus. Den stelle ich vielleicht auch noch vor. Das ist auch ein cooles Bonus enthalten. Dann haben wir hier ein sehr schön gedrucktes Plakat auf gutem Papier. Wenn man das hier rahmt, sieht das auch echt stark aus. Da werden aber Jaws in Englisch. Und natürlich auch hier das Originalplakat. Natürlich mit Robert Shaw, Roy Scheider und Richard Dreyfuss grandios besetzt, wo wir gerade von den Leuten sprechen. Hier kommen die Character Cards zum Vorschein. Richard Dreyfuss hier so ein bisschen nachgeschärft, sieht man. Dadurch sehen die Bilder so leicht unnatürlich aus. Hat aber irgendwie einen coolen Effekt, wie ich finde. Und hier natürlich unseren Freund Robert Shaw. Genau, und hier haben wir dann hinten drauf deutsche Zitate auch. Auf die Leiber der hübschesten Weiber. Fahr zur Hölle, du Schwein. Und Moment, Jungs, seht euch das mal an. Ich schätze, unser Freund kommt zum Mittagessen zurück. So, dann haben wir hier ein wunderschönes, cooles Schild. Das ist hochglanzbeschichtet hier und soll quasi dieses No-Swimming-Sign von Chief Brody nachstellen, das er selber gemalt hat. Ihr seht auch, ist alles hochglanz und die Hintergrund matt, so ob es auf Holz ist. Sehr schön gemacht. Und hier Amityville. Sehr toll. Der Filmvault muss auch eine Zusammenarbeit sein von mehreren Seiten, weil ja verschiedene Arten von Filmen dabei sind. Also wir haben jetzt mittlerweile Warner Brothers und Universal an Bord. Mal gespannt, was da noch kommt. Hier haben wir ein sehr schönes Behind-the-Scenes-Pick. Diese Szene zum Beispiel ist so nicht im Film enthalten. Die wurde rausgeschnitten, weil also nach dem Originalangriff, bei dem der Mann hier sein Bein verliert, wird er eigentlich mit Mike hält der Mike vor sich und wird vor dem Hai weggetragen, und dann kommt Blut aus dem Mund und so. Und Spielberg dachte, das wäre an dem Zeitpunkt vom Film schon ein bisschen zu brutal. Und deswegen wurde diese Szene geschnitten. Könnt ihr aber gerne im Bonusmaterial finden. Da gibt es die Deleted Scene davon. Hier ist Spielberg bei den Dreharbeiten. Ist ja auch hinlänglich bekannt, was da für Probleme gab. Und hier seht ihr auch alles, hier auf Deutsch übersetzt, was ich sehr, sehr cool finde. Dann haben wir ein schönes Bild von der Orca, als gerade von dem Hai rumgezogen wird.
Gibt es halt auch nochmal ein Bilder von Spielberg. Sehr schön gemacht. Und hier kann man auch die Location von Amity Island. Und hier kann man dann auch wieder auf deutsche Hintergrundgeschichten lesen. Hier ist ein wunderbares Foto von Robert Shaw. Boah, was für ein Typ. Auch richtig gute Qualität hier, richtig schön Hochglanz bedruckt. Hier haben wir die, als er die Geschichte erzählt. Hier gibt es nämlich die Story über die USS Indianapolis, die Story, die er erzählt. Ist ja auch, wie gesagt, die beste Szene im Film eigentlich und die hat nichts mit dem Hai zu tun. Könnt ihr auch gerne auf Stopp drücken, wenn euch das interessiert. Hier wieder nochmal das Originalposter im Quad-Format. Und hier auch nochmal ein bisschen grundlegende Daten und so weiter und so fort. Oscars gewonnen hat. Und dann haben wir nochmal das wunderschöne Amityville-Eingangsschild, das von Vandalen hier bemalt wurde mit einer Haiflosse und den Spruch hier. Genau, sehr schön. Die Proportionen stimmen genau. Genau, und hier hat man das auch sehr schön gemacht, in so einer aufklappbaren Seite. Das Hochglanz außenrum, der Rahmen, auch sehr schön gemacht, wie ich finde. Und hier hat man auch Film Vault auf der Rückseite. Ganz tolle Sachen, wie ich finde. Ja, das waren jetzt hier die ganzen Goodies, die in dem Folder enthalten waren, in dem Hefter. Packen wir sie mal zurück. Also ganz toll gemacht. Wie gesagt, ich habe ja schon mehrere Editionen von Jaws und das hier ist die zweitbeste nach der Erstauflage mit der Blu-ray, wo das komplette Buch dabei war und das deutsche Steelbook. Und das hier ist wirklich grandios, aber hier gelungen. Und hier ist natürlich die 4K enthalten. Jetzt holen wir uns natürlich mal die Box zurück. Öffnen das Ganze nochmal über den Magnetverschluss und dann kommen wir hier auf diese Filmvolt-spezifische Sache. Ein Glas Quader und da ist quasi die Limitierungsnummer drin eingelasert. Hier haben wir die, ich habe Nummer 3817 von 4000. Das ist weltweit sehr schön geworden, wir wollen. Und hier die Rückseite. Und hier ist immer die Schwachstelle von diesen Editionen. Normalerweise ist hier immer so eine Seite eingedrückt, aber hier ist nichts passiert. Sehr schön und mit diesem Pfad kriegt man das hier auch ganz leicht raus. Ebenso hier ist auch spezifisch für diese Edition jetzt, dass es ein CD-Digipack ist. Und hier ist auch sehr schön bearbeitet. Hier sieht man ein hier ein Hai, wie sagt man, Maul, ein Hai-Maul, die Zahnreihen bearbeitet von Quint in seinen Kochkessel, der die quasi die ganzen Gebisse rausgeschnitten und hat die quasi abgekocht und an die Wand gehangen, das Orca-Schild und jetzt haben wir also ein Digipack drin, sehr schön ist, hier hat man den Sohn von Brody und hinten drauf die drei, als sie auf der Orca kämpfen gegen den Hai. Die Anfangsszene hier und dann öffnen wir das Ganze und haben wir dann hier Jaws und die Panik am Strand komplett. Alles wunderschön in Hochglanz gearbeitet und ich habe dann auch nochmal einen Spruch aus dem Film. Genau, dann haben wir hier einmal die Blu-ray, wie ihr sehen könnt. Sehr schön gemacht und hier die 4K. Ist auch einer der besten alten 4K-Transfere überhaupt. Also der Film sieht grandios in 4K aus. Bei manchen Szenen ist es wirklich, und für mich ist auch dabei sei der ultimative Sommerhorrorfilm. Genau, und hier wird dann das ganze Digipack nochmal vereint. Wunderschön designt, wie ihr sehen könnt. Ja, und das war es auch schon von der ganzen Edition. Das heißt, das war ja einiges. Und ich finde, diese Film Vault Edition kann ruhig so weitergehen. Ich hoffe, dass da noch mehr Klassiker erschienen werden. Und natürlich wäre natürlich auch von Vorteil, wenn da jetzt mal Premieren kommen. Quasi neue 4K-Transfere und nicht nur jetzt quasi Repacks. Aber das Ganze ist natürlich wunderschön designt und da gibt es wirklich nichts zu beklagen für Filmfans. Vielen Dank fürs Zuschauen, habt ein schönes Leben, geht ins Kino und macht's gut.